Die neu gegründete Sondereinheit der Wache Duisburg-Nord bekommt es heute mit einem Familiendrama zu tun. Die Polizeikommissare Michael Smolik und Can Yildiz werden zur Unterstützung zu einem Unfallort hinzugerufen. Doch von der oder dem Verunfallten fehlt jede Spur. Ich habe vorhin einen Hinweis bekommen, ein Bürgerhinweis war das, dass hier in der Umgebung Roller liegen sollte. Und dann bin ich die Strecke mal abgelaufen und habe den dann auch wirklich hier vorgefunden. Alternachweis ist Mina Heinrich, 18 Jahre alt. Okay. Ist also noch angemeldet. Und ich werde aber auf jeden Fall gleich noch mal feststellen, ob der als gestohlen gemeldet ist, ja, der Roller. Perfekt. Das checke ich dann gleich noch mal ab. Ne? Bis jetzt habe ich nichts verändert. Bleibt alles so, wie es ist jetzt. Ne? Okay. Das ist dann euer Job. Danke dir. Ja, schau okay. Ja. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, warum man einen Roller liegen lässt. Überleg mal, wenn du betrunken bist und keinen Bock auf die Polizei hast oder Drogen genommen hast. Nummer zwei, wurde irgendwie abgedrängt, ist hingefallen. Also ich weiß es nicht. Guck jetzt was? Genau. Der ist also nicht gestohlen gemeldet, der Roller. Aha. Den vermisst auch keiner. Er ist auch ziemlich demoliert. Ja. Michi, ja? Schau mal bitte. Sieht das für dich wie Blut aus? Na, ne? Oh, das ist auch noch getrocknet. Also, schon das länger, ist nicht mehr frisch. Das ist schon länger her. Ich meine, wenn ich verletzt bin, rufe ich doch einen Krankenwagen. Ja. Kriegst du das irgendwie auf? Mal, kannst du das mal irgendwie, ja, irgendwie aufrichten? Eins, zwei, drei. Okay. Ich hab's. Okay. Oh, hier ist aber überall Blut, ne? Schau mal hier hoch. Ist das irgendwie hin? Hey, okay, Jan. Mhm. Schlüssel ist auch noch dran. Okay, ja. Also, ist dein Schlüssel dran? Nee. Na ja, guck mal. Da haben wir schon mal was. Nehmen wir noch. Schwalm und Söhne. Söhne, okay. Sieht aus wie so ein Firmenpulli, oder? Wir haben hier einen Roller. Wir haben keine verunglückte Person. Wir haben hier Blut. Wir finden jetzt irgendwie, also müssen wir, glaube ich, keinen Bescheid geben, ne? Pulli. Der Schlüssel ist noch drin. Wir haben gar keine Bremsspuren, gar nichts. Der Kollege Can hat erstmal die Spurensicherung beauftragt. Die muss auf jeden Fall herkommen. Wir haben hier mehrere Spuren, Blutspuren. Und zum anderen wurde eine Fahndung rausgehauen, weil die vermisste Person muss gefunden werden. Sie hat sehr viel Blut verloren und wir machen uns Sorgen, was mit ihr passiert sein könnte. Ich nehme an, der Roller ist von hier. Ja. Ich frage mich halt, wie das die da sind drin hier Lackspuren vom Roller. Also entweder war die Person so breit, dass sie es nicht gecheckt hat und dann halt hingefallen ist. So auf die Art, okay, ich verliere die Kontrolle und fliege hin. Oder ich weiß es nicht. Anfänglich war es ein Unfall, dann wurde es zu einer Unfallflucht. Und mittlerweile wurde es tatsächlich zum vermissten Fall, weil wir wissen nicht, wo ist die verunfallte Person. Wir wissen nicht, was ist mit dieser Person passiert. Es gab Blutspuren, es gab mehrere Schäden. Wir wissen nicht, wo die Person ist. Die Streifenpolizisten fordern umgehend einen Suchtrupp an. Parallel folgt die Sondereinheit für Vermisstenfälle auf der Wache einer ersten Spur. Die Kriminaloberkommissare Bora Aksu und Vincent Berger haben die Mutter der 18-jährigen Besitzerin des Rollers auf die Wache bestellt. Sie wird von ihrem Freund begleitet. Frau Heinrich, ich muss es Ihnen leider mitteilen, wir haben auch Blutspuren an dem Roller gefunden. Oh Gott. Wir wissen jetzt noch gar nicht, zu wem dieses Blut gehört, aber wir haben auch die umliegenden Krankenhäuser schon abgeklärt. Dort ist sie leider noch nicht aufgetaucht. Die Kollegen sind schon dabei, eine Anzeige zu schreiben. Haben Sie vielleicht noch ein Bild von? Ja, da sind einige Bilder von ihr. Ja, von der Mutter von der Mina haben wir ein Foto von der Tochter bekommen. Das heißt, wir können das erstmal online hochladen, damit die Kollegen erstmal Bescheid wissen, wie die vermisste Person aussieht. Die Vermisstenanzeige wird das halt zugefügt. Zusätzlich arbeiten wir mit den Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsunternehmen zusammen. Falls da die Mina auftaucht, wissen sie auch, wie die aussieht und können uns halt umgehend kontaktieren, damit wir die Vermisste finden. Wir haben auch diesen Pullover in der Nähe von dem Roller gefunden. Das vom Nico. Nico ist ihr Ex-Freund. Die haben sich vor einer Woche getrennt. Und der war gestern auch wieder bei uns, weil er die ständig bedrängt. Ja. Und gestern war es total krass. Gibt es ständig irgendwelche Probleme? Ständig Nachrichten auf dem Handy, auf einmal steht er vor der Tür. Mhm. Und gestern, da gab es halt einfach diese Drohung, die ausgesprochen wurden. Und ja, also da habe ich den vor die Tür gesetzt. Der spinnt ja wohl nicht mehr. Haben Sie den vollständigen Namen von dem Nico für mich? Nico Feldmann. Nico, genau, Feldmann. Wie alt ist er? 18. Wurde er gewalttätig und deswegen hat man sich getrennt? Gewalttätig habe ich jetzt nie mitbekommen, aber er ist halt schon sehr, ja, also sehr fordernd jetzt, gerade in der Zeit, wo die sich getrennt haben. Da war das halt ganz, ganz schlimm gewesen, weil die ganze Zeit schon so ein komischer Kauz. Also würden Sie schon zutrauen, dass er sie irgendwie abgefangen hat? Auf dem Weg zur Schule oder sonst wo? Ich kann das schlecht einschätzen, aber also entschließend würden wir es auf jeden Fall nicht. So wie der gerade ausrastet und austickt. Frau Heinrich, wir werden auf jeden Fall einen Suchtrupp losschicken
für Ihre Tochter. Vielleicht können Sie uns da irgendwie auch ein Kleidungsstück zur Verfügung stellen. Ja, klar. Ja, wir setzen hier einen Mantrailer an bei der Suche nach einer Vermissten. Wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten, weil ein Mantrailer, der nimmt Spuren von lebenden Personen auf. Das heißt, wir können die Bewegung lokalisieren, wenn der Hund das schafft. Und in einem gewissen Zeitraum, und sie ist jetzt noch nicht so lange weg, haben halt gute Chancen, mit einem Hund die Vermisste halt aufzufinden. Der Spürhund soll das weitläufige Gelände um die Unfallstelle absuchen. Möglicherweise wollte das Mädchen Hilfe holen und ist irgendwo verletzt zusammengebrochen. Oder hat die Vermisste den Unfallort gar nicht freiwillig verlassen? Folgendes, wir haben hier einen verunglückten Roller. Person ist vermisst, wir haben Blutspuren, wir haben keine Bremsspuren, also es ist alles ein bisschen komisch, aber wir haben hier eine Riechprobe vielleicht. Mhm. Von der verunglückten Person. Kann er damit was Hätte anfangen? Hätte er aufnehmen? Ja. Okay. Wir bleiben dann im Hintergrund, ne? Ja. Alles klar. Da wir jetzt hier vor Ort auch einen Hund zum Einsatz bringen werden, haben wir durch die Leitstelle ein Kleidungsstück von der Mine bekommen. Der Hund wird jetzt irgendwann die Fährte aufnehmen, ja, und dann hoffen wir jetzt wirklich in einem 1-2 Kilometer Radius irgendwie fündig zu werden. Mantrailer können eine Spur bis zu 36 Stunden nach dem Verschwinden auffinden. Mina Heinrich muss den Roller selbst gefahren sein und sich hunderte Meter durch die Wiesen Richtung Wald geschleppt haben. Hat er was? Der Hund hat hier was gefunden. Okay, perfekt. Wir haben Helm. Ah, perfekt. Na, lass mich mal ein Foto machen. Na, von dieser Fundstelle auch. Der Helm. Ich schicke den sofort an die Kollegen. Ja. Die Fundstelle mache ich so. Weil ich gehe mal davon aus, dass das von der Dame ist. Pink. Ich meine, ein die Kratz. Mann trägt mich in der Regel nicht so hin. Ja, ja. Achte mal, die Kratzspuren. Ja, natürlich. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich hab's in der Hand. Okay. Okay. Können wir weitermachen? Vielleicht? Ja? Wir können mal gucken, ob wir noch was finden. Okay. Warum hat das Mädchen den Helm ins Gebüsch geworfen? Ist Mina vor jemanden geflohen? Mit Hilfe des Spürhunds machen die Beamten eine weitere beunruhigende Entdeckung. Hey. Noch was? Hier ist hier noch was gefunden. Gut. Okay, was haben wir denn da? Ach du Scheiße, okay. Sieht mir nach einem Frauenhandy aus. Es sieht so aus, als hätte die Mina hier tatsächlich einen Unfall gehabt. Danach hat sie vermutlich ihr Helm weggeschmissen, ist in den Wald weitergelaufen und dort hat sie ihr Handy verloren. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass es sich hier um eine Entführung handelt, was wir nicht hoffen. Und wir hoffen, dass wir auf dem Handy weitere Hinweise finden werden. Kriegen wir nicht an. Das ist ein Code drin. Also, es wird einiges erleichtern, denke ich mal, wenn wir die Family von der jungen Dame aufsuchen. Meinst du, die haben Zugriff? Vielleicht können die uns helfen. Okay. Vielleicht kennen die den Code. Auf jeden Fall wird es einiges verschnellern. Ja, definitiv. Ich kontaktiere einen Kippe-Kollegen. Okay. Wir teilen uns auf. Okay, sehr gut. Ich fahre dann mit ihm zur Familie. Alles klar, machen wir. Bist dann hier vor Ort, oder? Okay, machen wir. Ja. Mina ist verletzt und wurde möglicherweise entführt. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt. Kriminaloberkommissar Vincent Berger und Polizeikommissar Michael Smolik eilen sofort zu Mutter Senta Heinrich, damit sie das Handy entsperrt und die Beamten Zugriff auf die letzten Nachrichten der Vermissten haben. Wir müssen noch mal unbedingt Ermittlungen bei Ihnen tätigen, um vielleicht weiterzukommen. Brauchen wir Hilfe. Wir haben nämlich ein Waldstück. Ja, das ist Minas Handy. Okay, das ist Minas Handy, haben wir gefunden. Wir haben jetzt ein Problem. Wir kommen nicht an das Handy rein, also wir kommen nicht rein, weil wir einen PIN haben. Ja. Die Frage, haben Sie eine Ahnung, wie dieser PIN gehen könnte? Ne, die PIN weiß ich nicht, aber in Ihrem Zimmer sind, glaube ich, Ihre Handyunterlagen. Also vielleicht ist die PIN da. Also wir müssten dann auf jeden Fall mal ins Zimmer rein, wäre das okay? Ja, klar, dann kommen Sie rein. Okay. Ja, klar. Aufgrund der Gefahrenlage dürfen die Beamten auch ohne das Einverständnis der Mutter eine Hausdurchsuchung durchführen. Ah ja, Jackpot. Mobile SIM. Ja, das sind die Sehr geehrte Frau Heinrich, das sieht gut aus. SIM-Karte, Puck, PIN. Yes, Jackpot. Hast du schon was? Ja, ich hab's. Jetzt hoffe ich nur, dass die gute Dame ihren PIN nicht geändert hat. In diesem Fall dürfen wir tatsächlich das Handy von der Mina durchsuchen, weil die Mutter hat uns die Einwilligung gegeben und diese ist die Vertragsinhaberin. Zum anderen ganz klar Gefahr im Verzug. Wir haben hier Gefahr für Leib oder Leben, Mina, und deswegen schauen wir da rein, um das zu klären. Ich schau mal, ob ich was finde. Ja. Okay. Die haben ihr Handy gefunden und ihren Helm und jetzt können wir hier hin und... Das ist ihr Handy? Ja, genau. Nico. Ja, Nico. Zwei Sprachnachrichten. Ja, der Nico. Dann hören wir uns mal die erste an. Ihr habt die Einwilligung.
mach es rückgängig oder ich mach dich fertig. Oh Gott. Das schwöre ich dir. Ey, dieser Nico. Oh Gott. Rückgängig. Der hat irgendwas mit ihr gemacht? Rückgängig, was hat sie? Was meint er denn damit? Zweitens. Du fragst mich doch. Ey, Mina, ich hätte nie von dir gedacht, dass du so daneben bist. Das wirst du noch bereuen. Der bedroht die. Der bedroht die doch. Die müssen wir sofort festnehmen. Ja, der hat die bestimmt. Wissen Sie, warum Penner, den krall ich mir jetzt. Sie haben sich ja getrennt, hatten Sie uns ja auf der Wache gesagt. Aber gibt es da vielleicht noch mehr? Einen Grund oder so? Nein, auf keinen Fall. Also, wirklich das nicht gewalttätig. Wir ja mitbekommen, nein. Wir suchen jetzt hier noch weiter nach Hinweisen und dann werden wir den Nico auf die Wache vorladen. Ich schaue uns aber mit dir sprechen. Ja. Okay? Anscheinend war der Ex-Freund von Mina sauer und hat sie bedroht. Bei der Suche nach einem Grund für diese Wut macht Vincent Berger eine schockierende Entdeckung. Michi? Hm? Haben Sie was gefunden? Ja. Was ist denn das? Tja, sieht ganz nach einem Schwangerschaftstest aus. Nee, das kann was nicht ist das sein. Denn? Und ein Ultraschallbild. Das kann nicht Minas Test sein. Das Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann schauen Sie mal hier auf das Ultraschallbild. Da stehen die Personalien drauf. Steht denen drauf, in welcher Woche sie schwanger ist? Ja, hier steht 17 plus 4. Das heißt, sie ist ja schon im fünften Monat. Ja, richtig. Ich rufe da meine Arztpraxis jetzt Ihre an. Ihre Tochter ist 18 Jahre alt. Ja. Ohne richterlichen Beschluss darf die Ärztin oder der Arzt keine Informationen herausgeben, weil ärztliche Schweigepflicht. Ich verstehe das alles nicht. Ja, es geht jetzt herauszufinden. Dann ist wahrscheinlich der Nico. Der Nico muss ja der Vater sein. Das können wir nicht hundertprozentig sagen. Wir haben sowieso Gründe, mit dem Nico noch zu ganz, sprechen, ganz genau. Der Nachrichten. Wir werden uns die Wache vorladen, soll uns nochmal kommen lassen. Ja, die Schwangerschaft kam jetzt sehr überraschend. Ja, und aus diesem Grund muss Nico Feldmann zur Wache kommen oder wir holen ihn einfach. Und dann werden wir ihn den Schwangerschaftstest, das Ultraschallbild und die Telefonnachricht erstmal auf den Tisch knallen.